Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, ich sitze hier gerade. Ich sitze hier gerade in so einem komischen roten Hobel. Was er mit der Kiste auf sich hat, das zeigen wir euch gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Folgendes ist Ambach. Und zwar wollten wir euch eigentlich was verkünden. Es geht um ein, das kann man so, kann man sagen, Projekt? Ja, mehr oder weniger. Ja. Also, ein Kleinprojekt. Ja, sagen wir mal so ein Kleinprojekt. Und zwar geht es um unser Kamerafahrzeug. Wir wollten euch eigentlich jetzt quasi das Projekt vorstellen. Ja, so ein bisschen ins Bild setzen, was da jetzt durchdacht geplant ist, wie das jetzt auszusehen hat, vielleicht. Was zumindest auf jeden Fall erstmal die Basis ist. Ja, also Freunde, das ist das gute Stück. Ja. Migo, willst du irgendwas zu der Basis sagen, was wir jetzt hier eigentlich für ein Auto haben? Ich meine, jetzt sieht man natürlich hier, ne, klar. Ja. Hier hat man, was hat man jetzt hier für ein Auto, ein 316, aber... Ja, Ino, was sage ich dazu? Dieser Auto Schrott, gebe es 200 für Export. Kommen wir sofort quarrelen mit Kollegen und Cousin. Genau. Wenn ich gib's, schlage ich dich. Ja. Nein, Spaß, so ungefähr. Spaß beiseite. Ist halt ein 316, ist halt nichts Besonderes, ist halt nur das Kamerafahrzeug. Und man muss dazu sagen, ist aber der 1.9er. Nicht ein 1.6er ist, der 1.9er. Welches Baujahr hat der? Ist für finales Baujahr irgendwie Ende 99, 90, also mit, so Mitte 99 irgendwie ungefähr. So die Ecke rum. Vom Zustand her, okay. Ist jetzt nicht gut, aber auch nicht scheiße. Aber umso besser, weil dann können wir viel zeigen. Eben. Wir können viel Wartung zeigen, wir können viel, alles Mögliche eigentlich zeigen. Wundert euch übrigens nicht, dass wir einen BMW auf Engine zeigen. Ja. Weil es ist das Kamerafahrzeug von uns. Ja. Es ist egal, ob Bavmo, ob Engine. Ja, es wird es für ist unser Kamerafahrzeug allgemein von unserem Medienunternehmen. Medienunternehmen. Von unserem Mediengroßkonzern. Ja. Ja. Nee, aber wie gesagt, die Baustellen sind schon viele. Es ist halt eine ganz normale Basis für einen E36 diesen Alters. Ja. Wir haben halt Probleme mit dem Lack. Aber? Und, aber? Ja. Unsere Rostprobleme haben wir keine. Wir haben hier an diesem Wagen eine Wagenheberaufnahme. Ja. Hier. Wir haben an dem Wagen eine Wagenheberaufnahme. Ja. Das ist echt faszinierend. Ja, also einzige Rostprobleme haben wir hier. Ja gut, ist ja typisch. Ja, das ist halt typisch. Aber die anderen, ohne Witz, schau dir mal die anderen Aufnahmepunkte an. Das ist alles vollkommen tutti. Ja. Ja, super. Und hier? Ja, hier ist aber auch. Hier ist auch noch ein bisschen. Okay. Ja, und aber ist noch im Maße, ist nichts Wildes. Nee. Das ist okay. Was wir auch schon gemerkt haben, sind halt die ganzen Gummis. Schauen sind wir. Wirklich, also hier vorne geht es noch okay, aber hier werden die immer härter, wenn es so weiter man geht. Also hier hast du auch schon, guck mal, schon Lücken in deiner Dichtung und so weiter. Geht auch, zieht sich auch hier bei die Türdichtung weiter. Ja. Auch nicht mehr so die besten. Hier schon teilweise auch gerissen. Ja gut, die sind noch relativ weich, aber wir haben jetzt auch warm. Ne? Aber hier, guck mal, fehlt schon ein ganzes Stück. Das sind halt also diese ganzen Sachen, ist halt ein altes Auto. Ja, ja hier bleibt natürlich nicht aus, bei keinem E36 der Welt irgendwie... Irgendwas Verbasseltes. Ja, die technischen Highlights der Vorbesitzer. Ja, ja genau. Ja, die Sonderausstattung. Das Erstaunliche ist, ich habe mal festgestellt, dass er hier unten irgendwo so einen kleinen Schalter hingebaut hat. Ah, da ist er doch. Hat er so einen kleinen Schalter hingebaut. Ich weiß nicht, wofür der war. Aber man sieht es halt, ne? Man sieht auch hier, ne? Ich zoome mal ein bisschen rein, sieht jetzt zwar katastrophal aus hier mit dem digitalen Zoom, aber da sieht man es halt, das ist einfach wirklich, ich weiß nicht, warum man sowas macht. Ja, ja, willst du mal was zu der Duftnote vom E36 sagen? Oh, erstmal reinwerfen. Ja, kennt ihr das? Dieses Gefühl, zu Hause zu sein. Das hat ihr in jedem E36. Egal ob Limo, ob Coupé, ob Kombi, also Touring, ob selbst Cabrio, wo das Dach 365 Tage im Jahr offen ist. Ja. Jeder E36, und da wird mir jetzt bestimmt jeder zustimmen, egal ob ihr den Duft der Frische habt oder nicht, stinkt genau gleich. Immer genau gleich. Ja. Immer dieser. Wir haben echt, die riechen immer gleich. Ne? Egal ob du Leder drin hast. Kann man das beschreiben? So ein bisschen feucht? Ich weiß, das ist auch nicht so ein muffiger Geruch. Nee, das ist nicht so ein E36-Geruch. Ja, das irgendwie weiß ich nicht, ob das so die Materialwahl ist oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so von, was haben wir hier für große Parfümmarken? Keine Ahnung. Was weiß ich? Hugo Boss oder was? Ja.
Nee, aber jetzt mal ohne Spaß, ne? Ohne Witz, ne? Es gibt auch für zum Beispiel Kommt da rein, fahr doch mal, du Scheiße! Richtiger Assi, ey! Also, willkommen in Duisburg. Oh, wobei, nein, das war noch nett. Normalerweise in Duisburg sagt man immer, fahr doch. Genau, so ungefähr. Ja, was wir übrigens auch haben, ist aus 1001 Nacht ein Himmel. Schön, guck mal, mit Wasserbetteffekt. Damit kann man dann auch die Frauen beeindrucken. Ja. Und hier, ne, die Kippenspuren, ne, wenn man mal wieder unterwegs ist und so. Und das Fenster nicht getroffen hat, so, ja. So hier, den und dann. Und vor allem, weil man ja eigentlich hier überhaupt gar keine Raucherausführung hat, aber trotzdem irgendwie. Ja, doch. Ja, aber wo sind denn die Aschenbecher, Kollege? Nix Aschenbecher. Oh, ja. Das ist auch gut. Die Kabel bin der. Mhm. Also wie man hier sehen kann, haben wir noch die Stoffsitze drin, ne? Hinten vorne. Auch typisch BMW, Gang ist drin. Ja, Gang ist drin und du denkst, du hast irgendwie Rührstab in der Hand. Und du bist auch neutral. Ja. Gut, die Handbremse ist nur bis hier, nicht bis hier. Nee, die Handbremse ist gut. Ich sag ja, normalerweise die ist wirklich super. Typisch BMW haben wir ja immer Handbremse. Genau. So. Irgendwo da hinten. Ja. Nee, machen wir mal die Haube auf, gucken wir uns mal das Monster an, Digga. Ja. Ja, was haben wir da gehört? Türfangband fängt auch schon an. Ja, wir haben einen Lackabplatzer, ja. Der ganzen Karosse, also einmal so ein bisschen rundherum. Ich sehe auch hier direkt, ich weiß nicht, ob das in der Kamera dann gut sieht. Echte Steinschläge, so diese Dellen. Ja, dann würde ich sagen, Trommelwirbel jetzt für dieses Monster-Aggregat. Da haben wir's. Das gute Aggregat mit 1,9 Litern, 105 PS. Hier ist auch sehr sauber. Ja. Jetzt zeig mal deine Hände. Ja. Jo. Wie 8 Chat-Hunde in Werkstatt. Mhm. Ja, was aber direkt auffällt ist, ist nicht ölfeucht. Also zumindest nicht so auf den ersten Blick so richtig. Was auch mal ein typisches Problem ist, gerade hier ein Sechser, ne, das Ding hier. Mhm, Kurbelgehäuseentlüftung. Mega scheiße auszutauschen, weil das meistens sehr fest ist. Aber die ist hier noch. Die ist noch sehr weich. Die ist vollkommen neu, ja. Ja, die ist noch sehr weich, ist noch sehr schön. Sonst macht der Wagen eigentlich nicht, also hat keine wirklich großen typischen Probleme. Also ist eigentlich ein solider Motor. Ja. Ist einfach so, muss man sagen. Es ist zwar ein 8-Ventiler, mein Gott, aber. Aber hell, ist halt, ist halt ein alter Panzer, ja, mit wenig Leistung, aber reicht. Richtig. So einen kleinen Kompakt für unsere Einsatzzwecke reicht es auch. Ja. Alter, als Kamerafahrzeug jetzt mal ganz im Ernst, da brauchst du jetzt keine 200 PS oder das sowas. Das Ding soll ja nur glatt fahren, Punkt. Und sagen wir, bei Videoaufnahmen fährt man eh keine 200-300 Euro. Ja. Fährt man keine 200-300 Euro. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Also bei Videoaufnahmen fährst du keine 200-300 Euro, auf jeden Fall. Der das kostet nämlich zu viel Kilometer. Okay. Ja, ansonsten aber, was hat der gelaufen? 235.000, glaube ich. Sieht jetzt nicht unbedingt danach aus. Sieht so gepflegt aus, wie gesagt, ist nicht groß, ist eigentlich gar nicht ölfeucht. Auch hier an den ganzen Schläuchen und so. Du hast nichts, ne? Du hast nichts. Ja, ist halt ein bisschen wackeliger, oder das ist E36, oder der Rad immer. Was ist eigentlich mit Ölwechsel? Man wurde ja letztes Mal Service gemacht. Ich weiß das nicht, ganz ehrlich. Also Scheckheft oder so gab es natürlich nicht zu dem Wagen. Was willst du erwarten bei dem... Kein Scheckheft. Aber was willst du erwarten bei so einem knapp 1000 Euro Auto? Ne? Ja. Ja, also hier haben wir so einen kleinen Zettel. Du weißt doch immer, Garantie, es ist zwar keine Garantie, aber immer Scheckheft gepflegt. Ja, Scheckheft gepflegt. Scheckheft gepflegt, gutes Zustand, tief neu. Ja, da haben wir einen Zettel. Tja, da muss mal wieder was gemacht werden, ne? Ja, 214.000, da wären wir eigentlich noch drin bei Longlife. Aber was sehen wir beim Datum? 12.04.16. Ja, also da muss schon ganz schnell was gemacht werden, ja. Ja, wir sind 3 Monate drüber bei Longlife. Ist ja Longlife drin. Ja. Was anderes kriegst du ja mittlerweile in der BMW-Werkstatt eh nicht mehr oder so. Wir machen da auch Longlife rein, haben wir 30.000 Intervall, wie das auch angezeigt wird im Fach. Genau. Und gut, dann hat sich das auch erledigt. Nee, passt ja perfekt, dann können wir euch auch direkt ein kleines Service-Video zu machen. Mhm. Wie man Ölwechsel macht, einfach auf Bremsflüssigkeiten auf und sowas alles. Feld, Wald und Wiese, wie man hier sieht. Wir sind weit über Maximum. Da müssen wir ein bisschen rausholen. Mhm. Ja, was ich zum Intervall sagen kann, weiß ich nicht. Also was mir aufgefallen ist, ne, Micha, das Ding ist, das Pedal ist sehr, sehr schwammig. Ah, ja. Sehr, sehr schwammig. Also es kommt sehr, sehr spät. Nein, jetzt halt deine Schnauze! Er hat nicht gesagt, halt die Schnauze! Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen! Du dumme Sau! Ich weiß nicht, ob du das jetzt im Kopf hast oder nicht. Ne? Du bist denn aber jetzt nicht so oft gefahren. Nee. Ne? Aber das war schon ein bisschen... In manchen Situationen fühlst du dich da schon ein bisschen unwohl, Alter. Muss ich da wirklich sagen, ne? Ja, in manchen Situationen ist ja eigentlich, kann man sagen, wie TÜV, 2 Jahre. Ja, ansonsten, klar, wir können mal gucken. Müssen wir mit. Ich
die Felgen kann man das ja immer gut sehen, obwohl ich eh schon einmal so E36 Hände habe. Ja, genau. Kein Grat großartig. Ja, Klotz sehe ich jetzt nicht so groß. Klötzt du vielleicht mal machen. Aber wir können eigentlich mal komplett die Bremse machen. Ja, sowieso. Ja. Da habe ich auch schon mit eingeplant gehabt, dass wir auch mal wirklich, also einmal komplett wirklich einen großen Service machen. Was wir Schönes haben bei einem neuen, jungen Kompakt ist, Scheibe hinten bei einem E16. Ja, genial. Da komme ich nicht hin. Aber da sehen die Klötze nichts. Ja, doch, geht. Ja? Ist okay. Okay. Ist jetzt nicht viel, nicht wenig, ist so ein Mittelding. Ja. Müsste man nicht machen, aber wir machen einmal alles fresh. Wir machen einmal wirklich, sagen wir mal so, wir machen ein großes Wartungspaket für euch. Richtig. Einfach damit ihr auch mal seht, wie das geht, damit ihr wisst, wie das funktioniert. Also wir zeigen, was im Grunde genommen da so gemacht wird, aber wir empfehlen trotzdem, also wirklich. Also eigentlich kann man alles grob selber machen, aber Bremse ist immer so eine Sache. Bremse sollte eine Werkstatt eures Vertrauens machen. Ja, auf jeden Fall. Okay, wollen wir dann jetzt mal die groben Punkte mal anschneiden, was wir alles machen wollen und was nicht? Nochmal, so eben schnell, im Schnelldurchlauf. Als erstes machen werden, denke ich mal, sind die Sitze. Wir haben nämlich von unserem ersten Projekt, was wir ja wieder einstellen mussten, das Projekt aufgrund eines unverschuldeten Unfalls, haben wir halt noch ein E36 Coupé mit wirklich sehr, 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 sehr gut erhaltenen Boa Boa Sportsitzen in Blau haben wir noch über und die werden wir wahrscheinlich dann halt direkt hier einbauen, weil wie man da sieht, ne, man hat halt schon das ein oder andere Problem da vernünftig zu sitzen, weil die Sitzpolsterung einfach immer nachgibt bei diesen Sitzen. Das ist aber bei über 200.000 Kilometer auch gut und gerne kann das mal passieren. Ne? Das ist halt jetzt nicht so das Problem. Natürlich passt die Rücksitzbank von einem Coupé nicht in einen Kompakt. Deswegen haben wir für relativ kleines Geld eine sehr, sehr gut erhaltene Rücksitzbank. Auch mit demselben Boa Boa Stoff in Blau Anthrazit haben wir bestellt. Ja, und das wird dann auch die nächsten Tage dann angeliefert. Und dann geht es eigentlich direkt hier an den Innenraum. Das heißt, da werden die Sitze einmal komplett getauscht. Weiteres Mittelarmlehne soll auf jeden Fall reinkommen. Ja, Schaltknauf wird gemacht. Lenkrad wird wahrscheinlich auch gemacht. Dann der Dachhimmel, den werden wir auch selber beziehen, ne? Und werden dann dementsprechend natürlich etwas Dunkles verwenden. Ja, wir haben vom Coupé halt noch die Möglichkeit, die Sonnenblenden, die schwarzen, ganzen anderen Elemente dann halt zu übernehmen. Und das werden wir dann natürlich auch machen. Und ansonsten wird hier, ja, ich denke mal Alcantara bzw. das Fake Mikrofaser. Das werden wir dann halt mit Mikrofaser, Alcantara, Fake Alcantara dann beziehen hier. Genau. So dass das halt hier in Boa Boa Optik, ne? So wie die Sitze dann, oder? Halt in diesem Anthrazit, genau. In diesem dunklen Anthrazit, genau. Natürlich passt dann halt das äußere Blech dann halt von der Farbe ja nicht zusammen. Rot und Blau, ich weiß nicht, muss ja nicht unbedingt sein. Aber wir wären ja nicht wir. Wir wären nicht wir, wenn wir da, finde ich, eine einfache Lösung hätten. Und die wäre? Wir folieren den Haufen. Ganz genau. Und in welcher Farbe? Wollen wir das schon sagen? Nee, sagen wir noch nicht. Also, nee. Sagen wir noch nicht. Wir haben ein paar Farben im Kopf, wo wir auf jeden Fall so wissen, das könnte auf einem Kompakt sehr gut aussehen. Ja. Werden wir auch selber machen. Also, folieren werden wir selber machen. Komplett selber. Mhm. Da werdet ihr dann auch schön Schritt für Schritt auch gezeigt bekommen, wie wir das machen. Mhm. So eine... Nicht direkt do-it-yourself, aber so ein kleines... Ja doch, ich würd so schon sagen do-it-yourself. Ja. Also, wie man ein Fahrzeug folieren kann. Genau, und das Geniale wird dann halt sein, dass wir dann halt die richtigen Extended Do-It-Yourselves halt auf Bavmo bringen werden. Ja. Und der Schnelldurchlauf wird halt hier in diesem Vlog sein, weil wir können in den Vlogs kein Do-It-Yourself einbauen, weil dann gehen die Vlogs irgendwie eine halbe Stunde, 45 Minuten und das ist ja Schwachsinn. Genau, also die richtigen Do-It-Yourselves werdet ihr auf unserem Hauptkanal Bavmo sehen, weil es immer noch ein BMW ist. Richtig. Ne? Aber Vlogs etc., diese kürzeren Fassungen, kommen hier. Und wie gesagt, Mittelarmlehne kommt auf jeden Fall noch rein. Dachhimmel wird auf jeden Fall auch noch gemacht mit den ganzen Elementen hier. Sonnenblenden und so weiter und so fort. Schaltknauf, Lenkrad eventuell noch. Die Innenraumbeleuchtung muss auch noch angepasst werden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die ist halt... Mach mal an, bitte. Also noch gelber geht's, glaube ich, gar nicht. Ohne Witz. Also ich glaube, gelber ist nur noch Kerzenlicht oder so. Doch. Ja. Kennst du Raucher, die seit 10 Jahren die Zähne nicht geputzt haben? Ja, okay. Die haben ungefähr so diese Farbe. Ja, ungefähr. Wir haben ja schon den kompakt großen Bordcomputer. Ja. Wir haben die Klima im Kompakt. Ja. Wir haben ausgelutschtes Schaltgestänge im Kompakt. Ja, wie immer. Ja, was man machen könnte, wäre noch ein paar kleine Nachrüstungen. Gerade beim für den Komfort, ne, hier so Elektrochrom, wäre noch ganz gut. Ist ja auch kein großer Akt, das nachzurüsten. Eben. Auch nicht. Was auch noch eine schöne Idee wäre, von deinem Coupé, mehr möchte ich nicht sagen. Gibst du uns denn mal vielleicht einen Tipp?
Okay. Ich glaube, auf der Autobahn fährt es nicht so gut, wie ich gerade sitze. Ja. Da ist ja eigentlich bei dem Kompakt ist ja normalerweise die, da Popo-Heizung. Die Popo-Heizung, aber die haben wir natürlich hier nicht. Schade ist natürlich, wir haben kein Schiebedach. Ja, das ist leider... Ein Kamerafahrzeug, das wäre natürlich schöner, wenn man dann sich ein bisschen hochknien könnte und dann schön von oben übers Dach raus. Ist jetzt leider nicht gegeben. Vielleicht noch ein paar Spielereien hier im Innenraum. Ja, dann lass mal draußen nochmal gucken. Also, jetzt sind wir nochmal im Außenbereich und sehen zum Beispiel hier... Wow! Ich glaube... Was ist denn das hier? Jo, das ist Klebeband. Guck dir das mal an. Guck mal hier, Klebeband. Ja, Vorbesitzer. Ach du Scheiße, ey. Ja, ich glaube, der war auch wieder bei den drei Buchstaben reparieren. Oh shit, guck mal hier. Was ist das denn? Ey, fass das nicht an, wer weiß was. Was ist das? Das sieht ein bisschen eklig aus. Ah, ja, ja, ich sag. Ja, also wie gesagt, der Vorbesitzer war wirklich ein richtig, richtig heftiger Typ. Die sind auch schon weich. Ja, okay. Die sind vollkommen neu. Ja. Ja, da hat man schon mal was investiert für die Sicherheit. Mein Gott, wenn man schon nichts investiert. Man sieht hier auch noch das Kennzeichen. Ja, mein Gott, das ist halt jetzt durch die Neuanmeldung so, dass man jetzt hier hingehen muss und das noch verschrauben muss. Also, eine Sache, die wir machen auf jeden Fall, M-Paket rundrum. Was hältst du von Class 2 Spoiler drauf, falls wir den neuesten finden? Mein Gott. Scheiße, ne? Ist nicht so lang hinten, ne? Normalerweise bei meiner Limo gehe ich also schön hin, so, beim Kompakt. Ich hätte eine bessere Idee anstatt das. Mhm. Anstatt Class 2, weil Class 2 hat auch jeder. Ja. Oder der zweite. Ich denke mir etwas, was sehr selten zu finden ist, was sehr schwer zu finden ist, sehr teuer zu finden ist. Ja. Möchte ich nicht sagen. Okay. Aber es ist etwas Geiles mit einer Flap. Ah, okay, alles klar. Aber du weißt, da sind wir auch schon wieder im vierstelligen Bereich. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir aber was. Aber die Sache ist, können wir immer wieder verwenden. Ja. Den kann ich dann irgendwann auf meine Limo packen. Wollte ich sowieso eigentlich. Ja. Also der wird dann nun so 2 Tage hier sein, dann komme ich den einfach mal heimlich abschrauben. Genau, und dann ist er weg. Dann habe ich den auf meiner Limo und so. Ah, ich habe den gefunden, der war bei eBay total günstig. Ja, genau, total günstig für 300 Euro. War 20 Euro, ich habe gehandelt. Oder du weißt doch, Verhandlungsgenie. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, wir sind eigentlich ja, soweit durch, ne? Du weißt jetzt eigentlich Bescheid, was Sache ist. Vielleicht PDC noch. PDC ist immer sehr schnell nach. Ja, das PDC auf jeden Fall. PDC geht eigentlich wirklich leicht. Ja. Das ist eine Sache von halbe Stunde. Ja. Halbe Stunde sind wir dabei. Aber original PDC, ne? Ja, ja, original. Du kriegst ja auch gebraucht. Was habe ich damals bezahlt für PDC? Uni. Ja. Vor 5 Jahren. Ja, ist okay. Ja, und er übertreibt nicht 5 Jahre. 4 Jahre. Doch, 5 Jahre. Doch, ja. Boah, man wird alt. Ja, und dann werden wir mal schauen, was aus diesem Projekt wird. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ja, vor allem, ne? Weil den Großteil der Teile haben wir ja schon in der Richtig. Garage rumfliegen. Richtig. Also eigentlich ist es für uns auf jeden Fall dadurch schon allein sehr, sehr low budget, weil wir machen eigentlich aus 2 Autos ein, weil das Formfalte Coupé, das ist jetzt zu schade wegzuschmeißen, weil die Ausstattung war gut. Ja. Zustand war eigentlich auch in Ordnung. Ja. Ist halt nur ein Unfall, vorne ein dicker Unfall. Also das ist ja, vorne hardcore. Wir haben ein Domlager gerissen. Ja. Ne, was hatten wir ja, die Aufnahmen? Verzogen, gerissen, alles. Ja. Da ist der Aufwand, das ist nicht wert. Das hier übrigens auch alles, ne? Können wir noch verkleiden. Ja, sowieso. Das ist das zwar Plastik hier, ABC, original, genau. Ne? Aber das könnten wir auch verkleiden. Das können wir auch machen. Wir könnten auch die Hutablage dann in der entsprechenden Farbe machen. Mhm. Weil, guck mal, die ist auch schon sehr ausgeglichen. Typisches Problem. Ja, weil ja. Große Scheibe, ne? Schön immer aufheizt, schön immer Sonne drauf. Und dann halt so Dämpfer und sowas. Also das da habe ich auch noch eine Idee. Bei den Dämpfern, ne? Für die Dämpfer. Ja, habe ich auch eine Idee. Wir denken an das Gleiche, kann das sein? Ja, wir denken absolut an das Gleiche. Ja, okay. Ich hätte sogar noch eine Idee. Ja. Ich sage nur E46 Schlüssel in Verbindung mit diesem Dämpfer. Du weißt denn was. Mhm, ich weiß, was du meinst, du ja. Du weißt denn was. Ja. Das war's dann, ne? Sagen wir jetzt. Eigentlich sind wir jetzt durch. Eigentlich sind wir jetzt durch, ja. 5 Stunden Vlog. Nein, wir sind jetzt eigentlich durch. Erst hast du das Gröbste erklärt. Ja. Ich mach mal lieber wieder ja. zu. Okay. Wir haben gesagt außen, wir haben gesagt innen, Motor haben wir gesagt. Mhm. Ne? Außen, innen, Folie, vielleicht kommen natürlich Service. So ein paar kleine spezielle Ideen dazu. Ja. Das Tiefbett bei den einen 17 Zöllern da, das ist riesig, ne? Ist das schon krass. Ist das ein Stufentiefe ja, oder gerade? Stufen. Oh. Dreifachstufen. Oder dreifach. Oh, okay, dann könnte das sein, dass er nicht ganz so... Oh, doch, das könnten wir gut hinbekommen. Oh. Ey, da kam jetzt echt spontan eine geile Idee. Mhm. Okay.